Ach, Menno. Yes. Nehme an, das hier war der letzte Safe-Punch. Take this. This should be the last of them. You're mine. Just come at me. I guess this means I've improved. Yeah, whatever. Is there an entrance to that tower-looking thing over there? Can't you feel it? It's like the air is alive with wind spirits in there. I hope we learn more about those structures on our trip. Just what I need. I'm with you. You're mine. Feeling good. I'm with you. Ah, das war der Angriff, glaube ich, gerade. Take this. Feeling good. Oh, weg da. Lass dich nicht umbringen. Nicht so wie ich eben. You're mine. Na, kommt was? The elements are with you. Ich habe jetzt etwas Respekt bekommen. Aber. The elements are with you. Und weg, weg. Oh. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt. Alle vier davon haben mich wahrscheinlich getroffen oder was das auch war, ey. Take this! The elements are with you! Bitch. Starr ihr. Just what I need. Na? Lauf da noch nicht rein. Aue. Feeling good. Okay. Just stronger than you think. Aue. Ne, 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 ne. Take this! Come at me! Yay! Die Arch. Ja, das war klar. Na gut. Können wir den nochmal schnell uns gerecht. Nachdem ich weiß, dass er einen One-Shot kann, wenn er die Aktion ausführt. Nice. Und dafür kriegen wir hier einen Bonbon. Yay! Okay, ganz ehrlich, wie lange bleibt sie noch bei mir? Dass sie mich die ganze Zeit am Leben halten kann, ohne Probleme. Macht die Bonbons und alles andere so überflüssig, dass ich nicht glaube, dass sie für immer da bleiben kann. Yes. Naja. Egal. Jetzt hole ich die ganzen Kisten wieder, bis ich wieder auf der anderen Seite bin. Muss man jetzt nicht doppelt angucken, ne? Let me see. This might be useful. Hey, okay, jetzt sind wir wieder hier. Nichts verpasst. Also die Krüge können wir nochmal neu hauen. Oh. Cool. Die blauen füllen die K-Leiste auf. Wie soll ich sie nennen? K-A-Leiste? K-Leiste einfach nur? Müsste sie einfach nur Keiste nennen? Nein. Wie doof kann man das machen? Ja. Hey, Vögelchen. I have to fulfill my duty as the Soul Guard. Lass dich doch hauen. This should be the last. The elements are with you. Easy. They weren't so tough. Oh man. Let me see. This might be useful. Another Bonbon. No. Und da finde ich drin, also folgen wir dem Weg. Drei Vögel. Doch ein Honig. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie nötig dieser Honig sein wird. Spinne ich oder ist im Kampf die Musik lauter? Take this. You're mine. Next. They sure made quick work of them. Taking this. Oh.
Ach, die Dinger. Grizzly! Genau. Gefühl, Musik im Kampf ist einfach nur eine andere Art, die lauter wirkt. Mehr Umf dahinter, wenn man so will. Und krieg ich dich? Oh. Scheinbar habe ich eine sehr große Reichweite teilweise zum Einsammeln. Teilweise. Gut, das ist sehr dicht. Ich brauche einen Mod, der diese Voice-Line ausschaltet irgendwann. Das ist grausam. Hm. Yes. Ui. Grizzly. Jetzt sagt das nicht, natürlich. Taking this? I have to fulfill my duty as the Soul Guardian. Just one left. Be the healing team. Come at me. Yay. Yeah. We sure made quick work of them. Rick, warum ist das so kompliziert zu holen? So wertvoll sind die doch nicht, oder? Got some syrup. Lass mich doch einfach fliegen ab dem Zeitpunkt hier. Was soll denn das? Oh oh. Na, was sagt er? Hübsch ist hier. Hey! Come on, Ramco! Hey. What's this? It's got wind energy inside it. Oh, I know! It must be one of those elemental vessels I've read about. They say that the mana goddess bequeathed the vessels unto a great hero in order to aid him on his quest. Apparently, they're quite powerful. Whoops, I shouldn't throw around a sacred artifact. Intruders! No, wait! Maybe they're the Alm and Soul Guard. What? Already? That's right. I am the Alm of Fire, and this is Val. He's my Soul Guard. Is this yours? Try not to leave an important thing like this behind, okay? Oh no! The intruders found out we took the boomerang without asking! No, wait! This is our chance! If a Soul Guard returns it, the Chief won't get mad! Aha! No one would question the Soul Guard! You two can play with the boomerang all you want. Just put it back when you're done. Oh, well then I guess I was using it correctly after all. But let's give this thing back as soon as we reach the town. Sure. We can return the boomerang and then meet up with the Alm of Wind. So these vessels belong to a hero who got them from the goddess? We should take good care of it on our way to Longrin, then. Wieso habe ich das Gefühl, ich darf das Ding behalten? Als Waffe benutzen. Hey, dann hätte ich einen Fernkampfangriff mit ihm. Ich weiß, ich hätte die Magie theoretisch, aber... Let's rest up! Ah. Okay, einfach noch eine große nächste Fläche. Aber übrigens ist die schön sortiert mit dem kleinen Kreis da. Hm, interesting. Ja, gut. Na dann direkt nach Kisten suchen, die am Rande sind. Nein, ich muss ja nicht suchen, sie sind ja sichtbar. Okay, der Sprung hier sagt mir, ich muss auf jeden Fall irgendwas freischalten für mehr Fliegen. Hi, Jin. Windelementar, ich glaube, du wirst mich bald fliegen lassen. Oder zumindest groß springen. Na gut. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal die Kiste ignorieren und schauen, dass wir das da freischalten, weil es weiterhin anderweitig benutzt werden. Those windmills, they're everywhere. The people of the Vale use the northern winds that blow year-round to power them. They're used to spin thread and make fabrics. One of their traditional techniques actually dyes the cloth those bright colors. The book I read called it wind dyeing. It's famous. Wow. I hope we can watch them at work. Yes.
Got some syrup. Ich hoffe, ich beklaue euch nicht gerade dabei. Ach, who cares. Wäre es nicht schön, wenn ein Spiel einem sagt, so, du brauchst nichts einsammeln. Kannst dich aufs Vorwärtskommen konzentrieren. The gloves, no time like the present. Uhu. Take, this should be the last of them. Let's keep moving. Ich glaube, ich sollte aufhören, alles zu verhauen. Es gibt keinen Grund dafür. Warum nicht, wenn es Level 3 ist? Grizzly! Ich kann sagen, ich höre doch böse Musik. Level 50. Ich gehe dann mal ein Stück weg. Die Kiste ist bei euch drinnen hier, oder? Let me see. Aha. Nice. Naja, 100 Geld. Doch Lucre, wie es hier heißt. Na gut. Was bewachen die? Außer den besonderen Gegner. Den bewachen sie nicht, der bewacht sich selber. Ich halte mich mal fern. Und ja, ich gehe natürlich nicht direkt zum Ziel. Auch wenn ich das kurz überlegt hatte. Ausdauer. Ist aus. Ne, Ausdauer ist nicht HP. Moment, was ist Ausdauer? Ist das unser Verteidigungswert? Oder sowas? Wait. Hier drunter. Ist ja klar. Wait, nee, da. Ausdauer. Verteidigung, okay. Ich glaube, diese Info hat in einem Trials of Mana gefehlt. Da stand nicht, dass Ausdauer gleich Verteidigung gibt. Naja. Außerdem noch 420 EP zum Level Up. 420 Blab. Witz einfügen. I guess. Die sieht neu aus. You're mine. Easy. Just what I need. Still. Come at me. Looks like I got my hands on a pretty rare find. Rare find? Kristall? Deswegen habe ich umgehauen nach dem Motto, vielleicht kriegen wir seinen Job oder was auch immer. Ich nehme an. Er wird mir sagen, da geht's nicht lang. Ach komm, enttäusche mich nicht. Diesem hältst du mich nicht auf? Yes. Ah, man. Ist das ein Schnellreisepunkt, oder? Warum kann ich hier einfach hin? Wieso hält mich niemand davon ab? Na gut. Finsternis. Kiste. Unter mir. Aha. This is kind of a rare item. Rätselkekse, rare item. Okay, ich glaube, das ist immer rare, egal was du findest. Hier ist auch nur Level 3. Oh. Take easy. This should be the last of them. Next. Yay. A soul guard's resolve never sways. Ach. Guck, es sind noch Kisten. Und ähnlichen Sammeleien. Das ist eine kleine Sammelei, aber es wird nur ein bisschen Geld sein oder so. Weil die Kisten waren bisher auch alle nutzlos. Ach. I'll take you all on. Easy. This should be the last of them. Easy. Easy. They were nothing but hot air. Nichts Neues. Yes. Da ist eine Kiste irgendwo. Ach, da oben drauf. Mal. Und hier wird's zu groß. Ich will das nicht. Oh.
Okay, ist gut. Wir gehen in die Kiste, gehen da zum Honig und gehen dann zurück. Wir gehen mal Richtung Ziel. Let me see. A rare item. Glücksalome. Okay, das sieht jetzt nochmal so interessant aus. Yes. Okay, okay, bis hier gehen wir noch. Got some syrup. Ui. Aber hier, glaube ich, geht es dann erstmal nicht weiter. Vielleicht soll ich hier von unten kommen? Von oben? Na, na, na. Oh, schon wieder einer. 50. Let me see. Nice. Ich gehe mal drumherum, ne? Warum gibt es immer Level 50er hier? Wenn sie den Weg versperren würden, wüsste ich Bescheid. Okay. Aber einfach so, mal vereinzelt im Zielgebiet. Du siehst interessant aus. Zumindest auf der Karte. Ein Nikotaler. Ah, vielleicht hat sich das sogar gerade gelohnt, der kleine Mini-Abstecher zur Seite. Ich weiß auch noch nicht, wofür die irgendwann gut sind, aber hey, es ist ein Zahlungsmittel. Yes! Hey! Is the Sylphid in Sylphid Boomerang, like, a name or something? Uh-huh. I'm pretty sure it's the name of the Elemental of Wind. Then do you think he'll get mad if we use his boomerang? Elementals are aspects of nature and emissaries of the Goddess of Mana. They watch over the lands, rarely interfering with the people who inhabit them. So, you're saying that he probably wouldn't mind? Not according to the book I read, at least. Oh, yeah. Element, was dich auserkoren hat, greift also nicht in die Welt ein, weißt du Bescheid, ne? Doppelstandards. Grizzly! Die Kiste gesehen, ich kann nicht verzichten. Nice. Naja, die Kiste haben wir schon gesehen. Aber die Kiste selbst kann ich holen, ne? Ach komm. Was, warum ist der Honig so schwer zu bekommen? Taking this? Wird es irgendwann heißen, du brauchst jeden Honigtropfen der ganzen Welt? This is kinda exciting. Nice. Yay, und das ist eine Feeneiche. Was auch sonst. Früher als Feennuss haben sie mir mehr gefallen. Taking this? Got some syrup. Taking this? Noch mehr. Mensch. Ark. Ich habe eine Idee. Ich cheate mir tausende von dem Zeug und so weiter und dann brauche ich nie wieder einsammeln. Das ist keine gute Idee, ich weiß. Komm schon, ich bin nah genug. Bin ich da schon drauf? Hab ich das? Oder gibt es irgendwie so einen Trick mit hier? Angriffshöhe. Der Wukong-Doppelsprung. Hier ist doch höher. Ja. Oh. Sprung kam nicht durch. Also, ich weiß ja nicht. Ich finde, ich bin schon oben. Ja, geht doch. Grizzly! Yay. War das ein Exploit? Oder war das so gedacht und gewollt? Niom.
Wie K-Leiste. Ups. Oh ja, kennen wir schon. This place sure lives up to its name. The wind never stops, huh? This breeze is strange, though. It feels melancholic somehow. Well, first order of business is to return the elemental vessel to the chief. Then we see about the Yalm. Longglen, Teil der Winde, ja. Dachte ich mir, Wind und so. Dragonfolk can live to be pretty old, right? Do you think the new Arm of Wind could be a senior citizen of the Vale? Don't worry. I'll carry them to the mana tree on my back if I gotta. What a fine upstanding soul guard you make. Ich würde mir ja auch die Frage stellen, wenn ich absolut alles über das Spiel schon gespoilert hätte, wen es gibt. Selbst der Titelscreen spoilert ja jeden Charakter, was sollst du da doch sagen? Let's plan our next move. Ja, ich hasse Spoiler, ich weiß. Hm? Was Relevantes zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Keiner hat was Relevantes zu sagen. Was ist denn, wenn die Feen nicht zu uns kommen? Geht unser Dorf dann kaputt? So wie dieses andere Dorf, wo was von dem Mama erzählt hat? Naja, die Fee kam ja an. Ne? So leiser wurde abgehalten davon, sich zu opfern. This is kind of exciting. This might be useful. Ich will nicht sagen, sie hat sich dagegen entschieden, weil das war ja eigentlich der Typi da, der Eron oder wie der hieß, der sie mehr oder weniger davon überzeugt hat. Yes. Naja. Grizzly! Sie hat trotzdem natürlich zugestimmt. Let me see. Nice. Hat es Sinn, Kisten zu öffnen, frage ich mich langsam. Also wenn es immer nur Bonbons gibt, dann also, Ist es den Aufwand nicht wert am Ende? This is kind of exciting. Is this? Es ist Aromen, also EP und Geldboni und billige Heil-Items. Wuhu. Hey, du bist wichtig. I'm Val, the Soul Guard. I came across your elemental vessel and wanted to return it. Gracious, I was wondering where Ramco and the little ones spirited that away to. Thank you. Those youngins will get an earful later, but enough about that. Welcome to Longren, friends. A pleasure. So where might we find the Yalm of Wind? On that subject, I have some unfortunate news. The ferry has not yet arrived to name the Yalm. Oh, then you're still waiting to see who gets the job? Here in the Vale, we welcome the fairy with a traditional wind dying ceremony, as performed by one of our wind oracles. But this year, our attempts at the ritual have been unsuccessful. There is one oracle, Karina, whose attunement to the wind element is unparalleled. At this rate, I fear that without Karina, the fairy may not come at all. Sadly, she refuses to listen to my orders anymore. No matter what I do or how soundly her parents scold her, Karina says she won't budge until she feels like it. But now that you have arrived, Sir Soul Guard, there may be a chance to get her to see reason. I humbly beseech you to talk to Karina. What? Why me? Perhaps if she is buffeted by a breath of fresh air, she may yet bend to the winds of fate. Be sure to give her a good buffeting, mind you. You mean use the vessel to literally knock some sense into her? Surely a precious artifact should be handled delicately. These days, the elemental vessel is scarcely used as more than a child's plaything. I am certain that a soul god would have much better applications for such an object. Come, if the fairy is not properly welcomed, it could be the end of the Vale as we know it. Please, you must make Karina see reason.
Meine Fresse, Finn. I think I've got my work cut out for me this time. The Chief seemed genuinely worried for the fate of the Vale. Now's your time to shine, Sir Solgard. Meine Fresse, findet jemand anders, der das Ritual abhält, wenn das das Problem ist? Ich könnte mir jetzt vorstellen, sie hat Angst, auserwählt zu werden und sich opfern zu müssen. Das ist jetzt so eine spontane Vermutung. Naja. Außerdem, warum laufe ich alleine rum? Yes. Steht sie irgendwo in der Nähe, also irgendwo rum? Besten Punkt? Also ich erinnere mich jetzt immer noch an Trials zurück, wie es da war. Da hatte jeder Charakter so seinen Punkt in der Stadt, wo er halt stand. Grizzly. Ist das Viech... Heißt es ja auch Flamley oder hat es einen anderen Namen hier? Mal sehen. Nebenan, das werden wir noch lernen. Ey, jetzt chillt alle mal. Ich habe ein Ziel. Yes. Und wir folgen einfach mal erstmal Ziel. Guten Tag. You folks in the habit of staring at strangers? What is it? Are you selling something? Find somewhere else to hawk your wares. Are you by any chance Karina, the Wind Oracle? I'm Hina, the Alma Fire. And this is... Val, the Soul Guard. Nice to meet you. What's the convoy of Almswell with me? No, let me guess. The Chief sent you to convince me to do the Wind Dine, right? Well, yeah, actually. In Tiania, we build a ceremonial bonfire to celebrate the fairy's arrival. Longren has different traditions, though, right? The Chief thinks sending outsiders to do his dirty work is gonna make me budge. Well, he's got another thing coming. Nope, never again. But if the fairy doesn't come, no one can be named the Alm of Wind. For the sake of Longren and the rest of the world, would you please consider performing the wind dying ceremony? When someone asks a stranger for a favor, usually they have something to offer in exchange. I'll tell you what. You can find Shiryu for me. I've looked all over town already, and I gotta get off my feet for a bit. Shiryu? I'm guessing they're a friend of yours. What do they look like? He's dreamy. About the same age as me. Got a nice smile. Oh, someone kind of like Val then? Spare me. He's nowhere near as wimpy as this guy. Gee, thanks. Well, Hina, sounds like we have a missing person to find. If Karina's already looked in town, let's try the outskirts. Soll ich dahin, wo ich schon war? Nebenaufträge. Es kommt mir nicht wie ein Nebenauftrag vor, aber es ist ja nur ein Training, ne? Hier auf der Höhe ist es ratsam, Lagensymbole zu achten. Sie führen dich zu relevanten Hinweisen und Zielorten. Okay. Wer hätte das gedacht? Ah ja, neue Stellen. Das ist außerhalb. Kann ich mich einfach porten von hier aus? Ich will das jetzt wissen. Where to next? Oh. Interesting. Kann ich das einfach so? Muss gucken. Naja, bevor ich jetzt rausrenne und irgendwas Großes passiert, die wir noch die restlichen Sachen abklappern. Wir haben auch nicht gar nicht beim Händler und ähnliches gewesen. Kiste, ich klau mal bei euch. Könnte nützlich sein, es ist Geld, ja? Nützlich. Wo fliegt hier was rum? Ha. Oh. Waffe für Karina. Fun Fact, wir kennen noch keine Karina. Naja, also nicht wirklich. Taking this? Das Spiel spoilert wirklich alles und jedes. This is kind of exciting. A rare item. Okay, das Spiel macht kein Geheimnis daraus, wer deine Charakter sind. Von daher ist das blöd zu sagen, was man als Spoiler bezeichnen könnte oder nicht.
Yes. Guten Tag. Bevor ich bei dir einkaufe. This is kinda exciting. Nice. Gehen wir noch die anderen Kisten ab vorher. Nicht, dass da eine Rüstung drin ist, weil eine Waffe zum Beispiel haben wir auch gerade gefunden. Yes. Oho. Let me see. A rare item. Ein Keks. Ich habe das Gefühl, ich sollte langsam anfangen, Kekse zu nutzen. Keine mehr werden ja in ihn nachgeschmissen. Hm. Let me see. Is this? Wahrscheinlich hier vergiftet werden, ne? Und nur Dingens, aber hier oben ist Honech. Grizzly! Okay, keine Rüstung in was gefunden, aber hey. Ich frage mich, was das heißt, wenn es da stand ja Waffe für Karina. Wir haben ja auch verschiedene Waffen für Val, die er aber gar nicht benutzen kann. Hey, welcome. Weißt du, was Neues? Ah, du verkaufst Banner-Dinger. Heilkräuter, macht Sinn. Was kriege ich für die Dinger? Also ein Viertel kriegt man, glaube ich, von generell allem. Okay. Come again. Ich frage mich, ob man irgendwann mal was freischaltet für bessere Händlerpreise oder ähnliches. Yes. In Trials gab es sowas, da gab es zumindest Rabatt. Bist nicht von hier bis zum Seenwächter, manchmal. Manchmal verkaufe ich nicht an Leute, die nicht aus London kommen. Aber für dich mache ich gerne Ausnahmen. All our goods are high quality. Ui, das ist die Waffe, die wir tragen, oder? Klassen unbekannt. Ja. Interessant, gleiche. Nein, Magieangriff höher. Dafür gibt es hier drauf Verteidigung. Macht Sinn, also hat ein Schild. Naja. All our goods are high quality. Wenn sie nach der Waffenart sortieren, gibt's noch mehr oder nur die drei? Da ist ein Stab mit drauf. Naja. Come again soon. Egal. Wir haben ja noch diese andere Waffe. Welcome. Sehen wir, der soll auf seinen Reitpferd ausgerüstet sein. Wie soll er sonst die Geweihte beschützen? We're having a special. Gleich, die wir uns kaufen konnten, also nichts Neues. Okay. Come again soon. So, die Gegner sind immer noch nur Level 3 vor der Tür, also. Oh. Got some syrup. Got some syrup. This is kinda nice. Warum heißt es bei uns Honig und bei ihm Sirup? Na gut. Dann erledigen wir mal Karinas Auftrag. Taking this? Grizzly! Oh, genau. Yes! Über das, ich kann ja innerhalb der Stadt jederzeit schnell reisen, ja? Wie lange dauert das? Ohne Ladezeit? Okay. Also lohnt es sich für 5 Meter. Wo muss ich denn hin? In die Richtung. Ah, okay. Nur dahin. Ich wusste doch, dieses Haus sieht interessant aus. Als wir von der anderen Seite noch hier lang gelaufen sind schon. Got some syrup. Und wir wetten, dass er nicht zu Hause ist und wir nach da hinten müssen weiter. Diesen Weg lang. Oh doch, hier steht zumindest jemand. Hallo. Bist du der, den wir suchen? Der schnucklige Typ oder was hat Carissa gesagt? Guten Tag. Hello there. Shiryu, I presume? That's me. And you're? Val, the Soul Guard. And this is Hina, the Alma Fire. Oh. Val, Hina, lovely to meet you. I'm Shiryu, a historian and keeper of tales from the Vale. What are you doing so far outside of Longrin? Calibrating windmills, actually. The wind's been hard to predict lately, which might be a side effect of having no Alm yet.
Speaking of alms, Karina said she'd help call the fairy with some wind dying if we found you for her. She did, huh? I guess she came around to the idea after all. Is the dying process hard or something? Not particularly. As long as you know the steps, that is. You just capture the breeze with the cloth to bring out the colored dye. The issue is that the fairy won't come for just any old round of wind dying. Karina has the most skill in Longrin, so she has the best chance of summoning her. Then why is she so averse to helping? Because Karina wants... She wants to be chosen as the Ulm. And all she's ever heard from the rest of the Vale is that she's wrong for the job. And yet... They keep asking her to help with the wind dying. It wouldn't surprise me if the fairy was staying away on purpose to avoid these hypocrites. But why would Karina be a bad choice of Ulm? Did she pick a fight with the Elemental or something? That's a good one. But nothing that scandalous, I promise. But it's complicated. Too complicated to bother you both with right now. Besides, I know Karina wants the Vale to prosper, just like everyone else. And it looks like your arrival might have been enough to give her that push. Anyway, I'll head back to the Vale for now. See you there. And thank you. Das war viel zu einfach. Ich traue dem nicht. Warum will sie das werden? Ich verstehe immer nicht, wie die Leute Opfer werden wollen. Und warum Val so glücklich ist, dass seine Freundin das Opfer wird. Yes. Oh, ein Taler. Hat sich ja doch gelohnt, den Schritt zu laufen. Oh, das geht auch hier? Where to next? Ich bin überrascht. Sollte das so gehen? I told you, the more you yell at me, the less I want to have anything to do with the wind dying. Now you're just being stubborn. Didn't you hear that the convoy from Tiania has already arrived? We can't keep wasting the Alm's time with your selfishness. You're putting the whole Vale in danger with your temper tantrum. If you want to meet the fairy so bad, then you do the ceremony. Why does it always have to be me, anyway? It's not like I have a chance at becoming the Alm. Y'all made that abundantly clear. You think I'll just go along and do all the hard work for nothing? Pouting about it won't help your case, you know. I'm not pouting. I'm angry. After all, I just wanted to be the Ulm and see the world. Honey, we know it's hard for you to accept, but it's been years since anyone in our family has been considered worthy of Ulm status. Sure, your affinity to the wind element meant you had a good chance at the gig, but after what you did in the Sanctum? Fine, criticize me all you want. But I don't regret my actions one bit, so stop lecturing me. How irresponsible. The other wind oracles don't cause their parents this much trouble. But if we don't push her, the fairy might not visit Longrin at all. Maybe Shiryu can talk some sense into her. Okay. Ich kann sie nachvollziehen. Ich soll das tun, damit jemand anders immer die Lorbeeren sieht, sozusagen, erntet. Wenn sie ihr einreden, dass sie unwürdig ist, warum sollte sie dann Interesse daran haben, das zu tun? Wow. Ja. Was ist dieses Unfall? Ich habe mich schon gewundert, ist sie ein Halbdrachenmensch oder was das ist? Wegen dem Einflügel oder hat sie den verloren? Weiß es nicht. Yes. Weiß nicht, ob der Unfall, der eben angesprochen wurde, dafür verantwortlich ist oder nicht. Also so für mich sieht es so aus. Auf ihren Rücken ist nur ein Flügel und es ist kein Stumpf oder eine Wunde eines alten Hähnenflügels gewesen eben. Vielleicht ist da doch was da und ich habe es noch nicht gesehen, aber... Wait.
Ihr habt keine extra Kleidung für Flügel. Sie hat doch hinten offen, oder? Naja, egal. Wir werden schon genug was erfahren dazu, nehme ich mal an. Hallo. Aha, there you are. Thanks for finding Shiryu for me. No sweat. So you'll perform the wind dying ceremony now? Did I say that? Next time get it in writing. Besides, I have some stuff to talk to Shiryu about. Bye-bye. Hang on. I thought you wanted a favor for a favor. We gotta call the ferry to Longgren before it's too late. Karina, don't forget. There's that old saying about the disaster that could befall our tribe if an Alm isn't chosen. The wind will rage, and the winged fall flightless. We're too old for fairy tales, Shiryu. Besides, the wind is always blowing here, and it's not like we dragonfolk use our wings to fly in the first place. Maybe the proverb isn't meant for dragonfolk. Ramco has wings too, you know? Fine. But I don't have to be the one to do it. No one in town even cares who does the wind dying, and I wouldn't do it even if they begged. Why bother? It's not like the fairy would ever pick me to be the Alm anyway. I have an idea. Val, why don't you do the wind dying instead? Me? Anyone is allowed to use the technique. And besides, it never hurts to have a breath of fresh air to try and bend the winds of fate. The chief said something similar, now that you mention it. Good luck, you'll need it. I think I'll just stay here with Shiryu if it's all the same to you. You two do make a cute couple. Yeah, yeah. Look, the dying stall is up a ways over there. Just give it a go. Hey, nimm Aufträge. Jetzt offiziell, ja. Auf deiner Reise durch die Städte und Dörfer wirst du Einwohnern mit allerlei Anliegen begegnen. Sprich mit ihm, um ihnen deine Hilfe anzubieten. Macht Sinn. Mit etwas Glück werden sie dich dafür reichlich belohnen. Als angenommene Anträge angucken, wie auch immer. Okay, it's up to me to perform the ceremony and call the fairy. Here goes nothing. If it doesn't work for you, let me have a go. All right, we'll take turns. Und plötzlich ploppen ein paar Missionen auf. Wir sehen Missionen auf der Karte, das ist gut zu wissen. Sehen wir sie auch hier zufällig? Nicht. Oh ja. Ich lerne immer noch Sachen dazu, ist doch schön. Die Frage ist, was für Art Aufträge sind das? Naja. Sind das ein Geh raus und haue 10 Schleime um oder solche Sachen? Oder selbst. Was soll es schon sonst geben? Nebenmissionen sind immer sowas in der Richtung. Naja. Muss mir helfen, mein Brief ist weg. Ist gut, dass ich dich damit überfalle, aber es war ein wichtiger Brief. Wo denn? Er war an ein Mädchen in Rathaar adressiert. Ich mag sie schon seit Ewigkeiten, doch ich habe mich nie getraut, es ihr zu sagen. Soll ich dich mitnehmen oder den Brief? Egal. In letzter Zeit ist mir klar geworden, dass es mit unserem Frieden jeden Moment zu Ende gehen kann. Ich meine, sieh dir Eterna und Gutju an. Die werden von heute auf morgen den Erdboden gleich gemacht. Gibt es Krieg, von dem ich nichts weiß? Also habe ich mir einen Ruck gegeben und all meine Gefühle zu Papier gebracht, aber als ich dann endlich mit dem Brief zu ihr wollte, da kam dieser vermaledeite Windstoß und hat ihn davongetragen. Warum hinter ihn selbst zu suchen? So geht, okay. Weil es mir jedes Jahr überall von Monstern wimmelt. Ja. Du siehst aber aus, als wüsstest du dich zu wehren. Mein Gott. Würdest du wohl meinen Brief für mich suchen gehen? I guess. Ah.
Dem Aufträger erscheint eine Karte am blauen Kreis. Es gibt dir ungefähren Hinweis, wo sich das Ziel befindet. Einige Nebenaufträge schicken dich auf die Suche nach besonders Gegenständen. Du kannst dir einen roten leuchten. Ja, sammeln sie ein halt. Reihenfolge von Nebenaufträgen. Hast du einen Nebenauftrag zur Nachverfolgung ausgewählt? Erscheint auf der Minikarte ein Symbol. Das ist ein Wegweis natürlich. Folge dem wohl Symbol, um schneller ans nächste Auftragsziel zu gelangen. Interesting. Was hatte das jetzt mit der Reihenfolge zu tun? Also angefangen, abgeschlossen und alles. Aber man sieht auch, was man bekommt. Auftraggeber war der. Long und das Tal ist hier wahrscheinlich unser Bereich. Ja. Viel auf dem Flüsterpfad. Und da auf dem Flüsterpfad ist sehr persönlicher Brief verloren gegangen. Kann ich? Okay, ich kann es priorisieren, also nur auswählen. Nur so zur Info. Natürlich unten das Symbol. Und auch hier in dem Bereich. Okay. Die Infos sind da, das ist schon mal gut. Würde sich alle beschweren, das sind ja nur Fetch Quest, bla blub, aber was erwartet man schon? Hallo junger Mann, ich bin Toki und ich habe auf einem alten Tag mein Vorlieben für Pilze entdeckt. Sogar zu einem wöchentlichen Pilzkenner-Treffen habe ich mich angemeldet. Dann geh hin. Dort gibt es allerdings seit Wochen nur noch ein Thema. Mykonidien, was auch immer. Die Finger dieser Pilze sollen eine einmalige Dekalexe sein, leider bin ich der Einzige auf dem Treffen, der noch nie einen probiert hat. Dann frag die doch, ob sie dir abgeben. Du hast mir keinen Auftrag gegeben. Du hast nur gemeckert. Nebenaufträge. Sammle 3. Unglücklicher war, Pilzkennern kreisen werden die umfingerähnlichen Anwüchse der Mykonien als Delikatesse gehandelt. Beute einige bla und bringen sie zum. Sind das draußen die Gegnerpilze? Die Monster? Wahrscheinlich? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie sie heißen, muss ich sagen. Ich kann ja schnell mal gucken. Da sind Mykoden, ja, sind die. Gut zu wissen, I guess. Guten Tag, was ist dein Problem? Der Wind ist perfekt, die Geister scheinen uns gewogen zu sein, dann ist heute vielleicht genau der richtige Tag dafür. Dürfte ich dich jungen Burschen wohl um einen Gefallen bitten? Maybe. Mein Name, das ist mir scheißegal. Ich bin Handwerker. Ich habe mein Leben lang Windmühlen gebaut und repariert. Dann mache weiter. Meine Altknochen machen sich nicht immer deutlich bemerkbar. Okay, nevermind. Zur Zeit an dem Ruhestand zu denken und meinen Auftrag meines beiden Lehrlinge zu überlassen. Na, tu das. Es wird ein großer Schritt für die beiden. Deshalb habe ich extra einen Tag abgewartet, an dem ein günstiger Wind weht. Heute denke ich, ist endlich soweit. Oh, schön. Und? Dann sagt denen das. Okay, Teile erhalten. Können Sie meinen beiden Zöglingen diese Teile bringen und ihnen ausrichten, dass sie den Auftrag eigentlich nicht ausführen sollen? Das hättest du fragen sollen, bevor du mir die Teile gibst. Just saying. In der Nähe der Mühlen, dem Flüsterpfad auf mich warten. Eine der Mühlen steht direkt vor dem Longlan, andere ist weiter links. Ja. Du machst das für mich? Scheinbar schon. Habe ich Glück gehabt, die Windgeister müssen heute wirklich gewogen sein. Huhu. Und hier spielt einfach jemand. Natürlich, wie zu erwarten, hätte ich Story weitergemacht, hätte die mich ins ganze Dorf getragen. Ui. Hey! Hi. Sagt dir der Name Dani etwas? Nö, ich glaube nicht. Berühmter Maler, der die ganze Welt bereist und Bilder von wunderschönen Landschaften gemalt hat. Absolutes Genie. Mein Ziel ist es, alle Orte mit eigenen Augen zu sehen, an denen er je gewesen ist. Ja, dann geh auf die Reise. Weltreisende Fiona. Und sie ist kein Drachenmensch. Oh. Ich möchte einfach noch unmittelbar erleben, was er gefühlt hat, als er immer mitten in diesen magischen Kulissen stand. Okay, was hält dich ab? Du weißt doch auch, wie in der Welt herum, nicht wahr? Hast du vielleicht eine Idee, welche Gegend dieses Gemälde hier anbildet? Oh, keine Ahnung. Ah, dafür ist mir das Spiel noch zu fremd, um diese Sachen hier zu kennen.
Ist das bei uns am Strand gewesen, unserem ersten Gebiet? Hm, weiß ich nicht. Eine Stelle auf dem Flüsterpfad sein. Okay, never mind. Sicher bin ich mir aber nicht. Dann guck dich um. Wolltest du vielleicht rausfinden, wo dieses Gemälde entstanden ist? Gib bitte deinen Bescheid, ja? Mhm. Ich leider, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Ja, ich sehe deinen Namen schon ganz gut. Hi, Fiona. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Reisender. Ich dachte, ich bin berühmt. Ah, im Menü kann man die Sachen ansehen dazu. Ah, okay. Ja. Alles noch am Lernen. Und ich krieg 10 Goldkleidkreuze. Cool. Oh, kriegen wir einen Heilzauber dafür? Interesting. Heilhaken könnte ein Skill sein. Ging nach einem Liebesskill. Naja, wie ich jetzt bin, gehen wir sofort raus und schauen uns um, ne? Where to next? Ui. Jung. Am Boden. Okay. Wir haben jetzt. Oh, wait. Ich sehe es auf der Minikarte. Oh, ich liebe das Quest-System jetzt schon. Man muss nicht alles auswählen. Oder vielleicht noch? Welches verfolgt? Liebesbrief ist verfolgt, aber ich sehe die anderen trotzdem auf der Karte. Oh Gott, ich mag alles daran bisher. Ja, wenn es nicht überschüttet mit Müllmissionen werden, dann ja, alles blind annehmen und einfach abklappern, ne? Guten Tag. Hi Lehrling, Shigure. Interessant. Tut mir leid, ich kann gerade nicht. Diese Mühlen wurden uns heute als reparaturbedürftig gemeldet und können jeden Moment zusammenbrechen. Du solltest lieber etwas Abstand halten. Hier, für dich. Überreicht. Juhu. Was? Mein Meister möchte, dass ich die Reparaturen ohne seine Hilfe durchführe. Liebe Zeit, ich habe noch nie allein eine Mühle repariert. Aber irgendwann muss der Tag ja kommen, an dem ich selbstständig arbeiten muss. Natürlich. Danke für die Lieferung, ich mache mich gleich ans Werk. Echt? Dann mach. Ich warte jetzt und guck zu. Okay, da passiert nichts. War ja klar. Dann schauen wir mal weiter. Ui. Welche Mission ist hier? Weiß ich gerade nicht. Ich auf der Karte sehen, welche Mission neben mir ist. Irgendwie sieht nicht so aus, oder? Nope. Wir müssen da unten rein, schon mal gut zu wissen. Also müssen, ne? Ja, Lukas, welche ist das nochmal? Welches welche? Ein Bild finden. Windmühlenteile. Ah, Pilze. Ah, das ist. Ist das die mit dem Dings? Mal den auswählen. Der Kreis bleibt, okay. Dann schauen wir mal nach dem Brief in irgendwelchen Ecken und Kanten und Höhlen und was auch immer. Oder vielleicht ist ein Monsterjob von den Monstern in der Mitte. Schließlich hat die Person Angst vor Monstern. Ich muss meine Pflicht erfüllen, denn dies sollte die letzte von ihnen sein. Easy! Danke, mighty Soul Guard. Kein Drop oder sowas, okay. Also am Rand lang an Gebäuden. Wonach genau schaue ich? Watch yourselves, everyone. Come at me. This should be the last of them. Hört hin. Next. A Soul Guard's resolve never sways. Nope. Yes. Nur Geld. Oh, ach klar, stimmt. Rot hieß es doch. Ha.
Taking this? Hashis Brief. Sorgfältig versiegelter Brief, relevant für was auch immer. Ich kann doch nicht so schnell lesen. Ich werd alt. Guten Tag, Windmühle bauen. Ja, ich bin auch Lehrling. Was kann ich für dich tun? Die Heile machen hier. Arbeiten. Was? Der Meister kommt nicht. Und er will, dass ich die Mühle ganz allein repariere? Ja. Verstehe. Er will also sehen, wie gut ich mein Handwerk beherrsche. Na schön. Kann ich nur versuchen, meinen Meister nicht zu enttäuschen. Ich versuch's. Was daran ist kaputt und wie machst du das heile? Ich wäre auch interessiert. Ich meine, wir haben ihm nichts Großes gegeben. Es musste in unsere Tasche passen. Naja. Komm, holen uns da runter. Ja, keine Ahnung, es funktioniert, also mache ich's. Ja. Irgendwo da im Süden. Müssen wir was finden? Oh, ja, ja, macht mal. Ich muss Pilze bauen, wenn ich die auf dem Weg sehe. Hi, Pilze. I have to fulfill my duty as the Soul Guard. Next! This should be the last of them. Oh, what's this? Ah, da ist was gedroppt. Okay, zweimal. Also noch einen wahrscheinlich. Könnte. Diese Stelle hier, die wir schon mal gesehen hatten, von außerhalb. Diese Fotostelle sein. Oder muss die von oben gemacht werden? Ich weiß es nicht. Ach, come on. Wie hoch komme ich von hier? Ugh. Nicht so wirklich hoch. Nein. Oh gut, keine Ahnung. Versuchen wir es von dem richtigen Weg. Hui, hui, hui. Muss man ganz rumlaufen, wa? Verdammt. Komm, gib mir einen Cheese. Wow. What the hell was that? Arg. Ach, Menno. Ich bin in irgendeiner Geometrie hängen geblieben. Na gut. Bin der scheinbar offiziellere Weg. Pilze. Hallo. Lasset mich töten. Gloves are off. You're mine. Sit next. This should be the last of them. Oh. What's this? Yay. Taking this? Okay, Brief gefunden, Dinge abgegeben. Teile. Dann wird das davon irgendwo noch das Bild sein. Und dann bin ich glücklich, weil ich ganz viel getan habe. Dü, dü, dü. Ach. This is kind of exciting. Is this? Ein Engelskelch, wuhu. Ich rechne jetzt mein Geld um, weil ich nicht glaube, dass ich davon viel benutzen werde. Grizzly!
Yes! Ja, das hat schon so eine Ähnlichkeit, wenn ich mich nicht täusche. Da ist der Baum, da oben ist der Berg, da oben, naja, die Wolken, weiß ich nicht, ob die so stehen. Selbst die Wolken stehen fest. Wie interagiere ich mit der Stelle? Ich weiß, wo sie ist, grob. Und was genau steht da? Vielleicht soll man genauer lesen. Da steht eine Info dabei. Du finde den Palast, ne? Finde den Ort. Suche den Ort. Such blablub. Die Mädel ist blub, Malers blablub. Eine Orte dürften sie blablub. Ja, okay. Der Ort ist hier. Ah. Sieht gut genug aus. Ort dürfte das sein, ja, dein gemalt hat. Was für ein Wissen, dass deine Suche erfolgreich war. Hat sie telepathisch jetzt mit uns kommuniziert oder? Naja. Also die Landschaft, die da als Motiv gedient hat. Was für eine wunderbare sanfte Brise und die Sturmspitze sieht von ihr einfach atemberaubend aus. Ich denke, ich werde noch ein Weilchen bleiben und dieses bezaubernde Anblick auf mich wirken lassen. Danke, dass du mich glücklich hingeführt hast. That was a great new experience. Aha. Aha. Vielen Dank, ich werde noch eine Weile hier bleiben und Landschaft bewundern. Wenn sich dieses überwältigende Gefühl in mir gelegt hat, werde ich mich nach Rata begeben. Vielleicht begegnen wir uns dort ja erneut. Okay, das heißt, ihre Missionen werden immer am Ort wahrscheinlich enden, was auch okay ist. Okay, da. Ist hö. Let me see. Is this? Oh. Shuriken. Eine Fähigkeit. Hui. Gut, dann holen wir jetzt die Kiste dann noch ab oder was das sein wird. Hui, hui, hui. Es ist eine Kiste. Juhu. Let me see. Nice. Ach, nur eine Eiche. Mal was ausprobieren? Hui. Wow. Nichts passiert. Wow. Na gut, dann war's das hier, ne? Mission alle gemacht. Yay. Yeah.